like you ever felt. Are you listening? Hallihallöchen, Leutchen und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video zu Destiny 2 DLCs. Ich bin immer noch Yumika und in der letzten Folge haben wir einfach nur Leute eigentlich abgeschlachtet. Also pff, die Story war da einfach nur so bla. Aber na gut, das passt schon. Das ich empfange komisches Rauschen, das meine Ausrüstung stört. Kannst du herausfinden, woher das kommt? Ne. Macht 4,95. Kann ich mir fast einen Döner wieder kaufen, so teuer wie die inzwischen sind. So, was soll man machen? Achso, untersuche die statisches Rauchen, schadtechnologie gesamt. Gut, das ist das gleiche wieder auf wie auf Neptun oder Titan, genau, Titan war es, nicht Neptun. Komme ich denn auf Neptun? Wahnsinn. Ja, jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder diese komischen bebenden Felder finden. Kennen wir ja schon. Müssen wir nur schauen, wo die überhaupt diesmal sind. Alter, das hab ich getroffen? Wie das denn? Warte mal, vom Macker hier, ich muss hier durch. Oh Mist, das ist er weg. Ich wollte ihn heldenhaft retten, aber er wollte halt nicht. Er zieht den Tod vor, anstatt von mir gerettet zu werden. Der hatte wohl nichts mehr, um sich durch die Nase zu ziehen, deswegen hat er einfach aufgegeben. Immer diese blöden Süchtigen. Ja, wir sollten vielleicht jetzt langsam mal überhaupt die Mission suchen. Untersuche statisches Rauschen. Ich habe halt keine Ahnung, wo das sein soll. Deswegen. Nun ja. Gibt es hier irgendwie einen Pfeil, der mir ungefähr zeigt, wo ich hin soll? Ich sehe keinen. Ja, nee, das ist ja jetzt nicht so geil. Gut, dann suchen wir vielleicht erstmal die Schar. Oder sind es die Dinger vielleicht sogar? Nee. Nee, die sind es nicht. Dann bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als einfach rumzufahren und zu suchen. Oh, ihr kleinen Pisser hier. Also es kann ja nur so ziemlich nur im Schargebiet sein, weil es ja ein Schar-Ritual wieder ist. Das ist nur wieder so ein Licht von denen. Ne, die Mission zeigt, es ist da hinten. Okay, ich hab wohl irgendwas übersehen. Ich kann es mir jetzt nicht erklären, was ich übersehen habe. Ich sehe heute jetzt gerade eben schlechter, weil ich mich an die Kontaktlinsen gewöhnen muss. Nicht das Schlauste, Kontaktlinsen zu nehmen, wenn man sich erst dran gewöhnen muss, aber naja. Wenn man jetzt nicht anfängt, wann dann? Oh, eine Goldruhe. Au. Wow, ich muss Char töten. Klar. Die hat irgendwas von statischen Rauschen und so gesagt. Ich dachte, es sind wieder diese komischen Felder, wie immer. Okay, Char-Technologie gesammelt. Ja, okay, das hätte ich mir auch eigentlich denken können. Jetzt müssen wir nur schauen, dass wir ein bisschen mehr von der Char finden. Gut, Suche beendet. Hey, what's up? Ich frage mich aber gerade, warum nur die Schar hier auf dem Mars dazu fähig ist, Schilde zu benutzen. Frage ich mich. Das ist doch ein bisschen seltsam, oder? Vor allem, die Schar im ersten Teil hat ja auch keine Schilde auf dem Mars. Also sind es nur die Schar auf dieser Seite vom Mars. Das ist ein bisschen, naja, aber gut. Na gut, vielleicht sind da unten noch ein paar Schar. Hallo? Jemand da? Na? Keiner da. Frage mich echt, was das für Dinger dann werden. Puh.
Ja, so Missionen sind dann etwas nerviger. Och, eine Kiste. Ich hoffe, da kommt wenigstens zum Schluss was, sonst wird es wieder wie mit dem singenden Kristall. Das war nämlich irgendwie ein bisschen lame. Ich höre da drin immer noch was. Kann ja nicht die geöffnete Kiste sein, oder? Was ist denn da? Ach, das... Hä? Das, oh, das war noch nicht eingesammelt. Ich dachte, das ist schon eingesammelt, weil da nicht Viereck stand. Ja, na gut, dann... Ja. Fehlt uns nur noch eins. Es ist gerade irgendwie total schwer, das zu kommentieren, weil ich überhaupt keine Ahnung habe, was ich jetzt hier großartig sagen soll. Hier kann ich ja nicht mal total hyperaktiv sein. Hier passiert halt nicht viel. Teile von einer Maschine mit sich. Bah, ich hasse, wenn Käfer was bauen wollen. Kommt nie was Gutes bei rum. Aus den Tunneln dringt mehr Rauschen. Wir dürfen nicht zulassen, dass experimentelle Schartechnologie da draußen existiert. Verarbeite sie zu Schrott. Oder ich nehme sie mit. Das wäre auch so ein Ding. Wir könnten die Schar auch ein bisschen, naja, erkunden, was sie da eigentlich so machen. Und ich hätte auf dem Sparrow bleiben sollen. Kann ich noch rauf? Ja, ich kann noch rauf. Geil. Hallo? Der Lieferdienst ist mal wieder da. Ich habe mehr Sandwiches. Jemand da? Naja, da. Also die Koordination ist halt einfach nicht so geil von den Viechern. Stellt die ganzen Viecher, die explodieren, nebeneinander und die, wo nicht explodieren, auch nebeneinander. Und stellt dann noch neben die, wo nicht explodieren, auch noch am besten noch ein paar Sprenger zur Sicherheit daneben hin. Das wird gut klappen. Das ist die Taktik. Damit werden wir die Hüter platt machen. Darauf werden sie nicht klarkommen, dass dann eine ganze Armee Sprenger plötzlich vorbeikommt. So ungefähr müssen die Schar denken. Aber es ist interessant zu erfahren, dass die Schar Käfer sind. Das wusste ich nämlich beispielsweise nicht. Ich dachte eigentlich, die Schar sind Untote. Weil auf dem Grabschiff wurde ja auch irgendwas von Untot gelabert und geredet und so. Deswegen dachte ich, das sollen tatsächlich Untote sein. Aber so macht es natürlich mehr Sinn. Okay, das kann man wohl nicht mitnehmen. Käfer macht dann deutlich mehr Sinn. Aber ich finde es auch cool, dass man jetzt so ein bisschen was über die erfährt. Also. Signalverstärker. Sie rufen etwas. Also, warum sie diese Rituale machen und so. Jetzt weiß man das. Weil sie diese Götter anbeten. Und warum ihre Hände Waffen sind. Das ist gut. Ja, okay, ihre Hände sind ja nicht Waffen, glaube ich. Die haben ja, glaube ich, auch irgendwas in der Hand, aber. Ja, ja, die haben es in der Hand. Weil manche von denen, die sind halt echt irgendwie ein bisschen. Komisch. Ich frage mich nur, wo die immer die ganzen Knochen aus Rüstung her haben, die sie aus Rüstung tragen. Oh. So. Ungeweihte Hexe. Hallo, what's up? Das wäre ja fast eine gute Taktik von denen gewesen. Da hätten sie schon einen Sprenger hinten lang schicken müssen. Ah, komm, stell dich daneben hin. Ja, okay, er geht weg davon. Schade. Hab einen Teil der Nachricht. Sabatun, erhebe dich aus der Tiefe. Nimm unsere Kraft.
Das klingt wie ein wunderschönes Blind Date. Das. Ich laber wieder irgendein Blödsinn. Aber es klingt auf jeden Fall wunderschön. Richtig romantisch sind die Schar geworden. Jetzt wollen sie auch mal so ein paar Leute hierher bekommen. Das ist echt wunderschön. Habe eigentlich nicht damit gerechnet, dass ich die tatsächlich damit erwische. Du lebst noch? Frech von dir. Besiege die Schar. Ist hier unten noch was? Nope. Hallo, dicker Ogre. Was geht denn so? Na, Lust auf ein Schwätzchen? Also ich habe ehrlich gesagt nicht so wirklich Lust auf ein Schwätzchen. Deswegen machen wir das hier einfach mal quick, schnell. Ah ne, vorpushen geht ist hier nicht, ne? Hier, jeder kommt dran, wenn er dran ist. Jetzt gehst du mal weg hier. Danke. Gute Arbeit. Ja, toll. Ich versuche das hier zu verstehen. Ist von der Schar, wird also sicherlich seltsam. Doch jetzt sind die alle abgehauen. Ihre Magie auch nur Wissenschaft. Ich werde dem auf den Grund gehen. Magie ist Wissenschaft. Interessant. Haben die nicht gerade noch gesagt, die bekommen ihre Kraft von der Magie von irgendeinem Gott, den sie anbeten? Das ist es dann nicht irgendwie offensichtlich, dass es wieder irgend so ein blöder Gott ist? Also ich meine nur. Könnte doch sein. So, und wir sind wieder bei 12 Minuten ungefähr. Ja, diese Missionen sind halt etwas kürzer, ist klar. Die erste Mission war ja irgendwas mit 40 Minuten lang. Also, mal schauen, wie dann geschnitten sein wird, weil ich denke nicht, dass ich ein 40-Minuten-Video hochladen werde. Deswegen, ja, würde ich jetzt sagen, ist das Video jetzt auch hier an der Stelle auch mal wieder beendet. Ist wieder nur eine Nebenmission gewesen, aber im nächsten Video kommt da natürlich dann wieder die Hauptmission dran. Und dann kann ich nur noch sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne eine Bewertung da, Daumen nach oben, Kommentare oder vielleicht sogar ein Abo, wenn euch denn mein Content gefällt. Und vergesst nicht, das Video mit eurer Oma zu teilen, um ihr zu zeigen, wo die Käferschar wirklich beten. Bis dahin, Tschüssikowski und goodbye. Yeah. Baby, girl, you're so damn fine, dog. Wanna know if I can hit it from behind, dog. I'm sipping on you like some fine wine, dog. When it's over, I press rewind, dog. Talking bands, I got it. Benjamins in my pocket. I traded my truth for some Robins, and he's playing back.